Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Video von Ota und Vio. Und wir sind heute beide am Start. Hi Ota. Hallihallo. So, und wir befinden uns gerade im Main-Menü von Dota 2. Und wie wir euch in den ersten Folgen sicherlich schon mal gesagt haben in unserer Auto-Battler-Series, sind wir heute back to the roots am Anfang des ganzen Auto-Battler-Hypes. Denn das ganze Auto-Chess-Prinzip ist entstanden in einem Dota 2-Mod. Das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht ganz richtig, genau. Korrigiere mich da gerne kurz. Ja, Warcraft 3 gab es halt einen Pokémon-Mod. Der war quasi der erste Auto-Battler. Das haben die Leute vermisst und haben quasi in Dota 2 einen Mod erstellt. Und der hat ja dann dieses ganze Phänomen Auto-Battler-Hype losgetreten. Und damit haben ja auch die ganzen Auto-Chess-Leute oder Streamer haben das ja sehr, sehr viel gespielt. Ja. Und das ist so letztes Jahr so ein bisschen losgetreten worden. Ja. Das dann aber wirklich mit dem Auto-Chess-Mod für Dota 2. Genau. Und das wollten wir uns euch natürlich zeigen. Für all die Leute, die öfters in Dota 2 unterwegs sind, weil sie das Normal Dota 2 spielen, die kennen sicherlich auch ein paar andere Mods. Und ja, René, ich glaube, du zeigst uns mal, wo finden wir denn diesen Mod? Weil das ist ja nicht implementiert im Browser, so wie es jetzt bei TFT League wäre, sondern es ist ja, weil es eben nicht von Valve selber ist, sondern von Dodo Studios als Mod. Zeig uns mal, wo wir es finden. Also wir suchen erstmal die Spielhalle. Ich habe es jetzt auf Deutsch installiert, ich weiß nicht genau, wie es auf Englisch heißt, aber es ist der oberen rechteste Reiter. So, dann habt ihr jetzt hier die ganzen Mods vorgeschlagen. Da seht ihr, was es alles gibt. Also da toben die Leute sich wirklich aus. Modded Till It Breaks heißt das ja so schön für GTA. Aber ihr habt da oben auch rechts eine wunderschöne Suchfunktion. Da geben wir jetzt einfach mal Auto ein, weil das heißt Dota Auto Chess. Genau, dann sehen wir den Vorschlägen direkt. Und dann öffnet sich die Spielseite. Das sieht bei allen Mods ähnlich aus. Dass ihr dann halt quasi den Namen habt. Und dann habt ihr hier halt die Workshop-Seiten etc. etc. Genau, dieser und dann installiert man den Mod. Genau, dieser untere Button ist erst ein Installieren-Button. Und erst wenn ihr es installiert habt, dann wird dieser graue Installations- oder Update-Button, wenn wir ein Update hatten, wird dann zu Dota Auto Chess spielen. Genau. Das heißt, man muss quasi so ein bisschen Zusatzcode, der fürs Umsetzen des Mods nötig ist, kurz downloaden und dann kann man den Mod starten. Genau. Richtig? Genau. Was anderes ist es quasi nicht. Genau. Eine Sache, ihr seht dann hier direkt darüber auch, was es alles gibt. Spielmodi. Ne, ja. Es gibt halt zufällig, spielt einen aus den 6 Modi, dann gibt es halt Ranked, sowohl als Solo, dieses 1x8 heißt es, dass es 8 Spieler sind, jeder spielt für sich. Dann gibt es halt 2x4, das sind dann 4 Duo-Teams, die zusammenspielen quasi. Das gibt's genau, halt das ist auch genauso. Hier zuerst wieder eingeführt worden, ne? Also, genau, damit haben die angefangen. Es gibt das inzwischen in Underlords auch und aber die erste Idee kam wieder von Dodo Studios, dass sie sagte, es wäre doch cool, wenn man in Zweierteams zusammenspielen kann, mehr oder weniger. Das zeigen wir euch vielleicht mal an anderer Stelle, aber ich würde sagen, wir legen direkt mal los und starten einen Casual Solo-Run, ne? Casual Solo-Run, immer 8 Spieler in einer Lobby, richtig? Genau, 8 Spieler in einer Lobby. Ihr seht jetzt hier, dass ich suche. Ja. Manchmal kann das natürlich auch passieren, dass ja, genau. Das dauert manchmal, bis man ein Game findet. Genau. Die Lobbys brechen auch mal wieder ab. Aber irgendwann findet man ein Game. Und wenn wir es durch den Loadscreen geschafft haben, würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Genau. Und ersparen euch die kurze Wartezeit. Schneiden also, wir gleich. Bis gleich. Go. Ja, und da sind wir endlich in Game. Wir haben gemerkt, die Leute spielen Ranked. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir das auch einfach. Ich komme direkt auf das erste Feature, bevor wir dazu kommen. Hier sehen wir alle Legendaries, die es diese Runde gibt. Das heißt, wir sehen zum Beispiel keine Techies, das heißt, eine 6er Goblin Strategie zum Beispiel zu machen, ist ziemlich schwierig, bis gar unmöglich. Genau. Und deswegen... ja, du hast ein Gold, also kannst du nur eine Unit kaufen, ne? Genau. Das ist noch relativ eng gehalten, das war an vielen Auto-Battlern am Anfang so, jetzt die ersten Auto-Battler wie Underlords gehen dazu, dass sie dir 3 Gold oder so geben, damit du mehr Möglichkeiten am Anfang hast. Ist einfach eine andere Herangehensweise. Ja, Auto-Chess ist da noch true zur ersten Stunde, sage ich mal. Genau. Was hier ganz cool ist, ihr seht hier oben das Schild, wo ich gerade mit meinem Kurier langlaufe. Seht ihr, gegen was ihr kämpft. Ist ganz cool. I'm rich.
Jetzt haben wir zum Beispiel, genau. Hier haben wir so eine Loot Treasure aus dem Aliens bekommen. Das ist halt wie ein TFT, dass man halt Items rausbekommt. Ich benutze die jetzt. Und da darf ich mir jetzt ein Item aussuchen. Ah, okay. Würde ich gerne die Blades of Attack nehmen, weil die einfach am besten mit meinem Bounty Hunter funktionieren. So. Genau, das ist jetzt auch direkt. So. Yeah. Genau, jedes Level ist ja auch ein Board Space meines Wissens, richtig? Genau, das ist genau wie ein TFT auch. Das heißt, wir haben jetzt die erste Minion-Runde gekämpft, wir kriegen Level ab nach der ersten Runde, können mit zwei Units starten. Die ersten Runden sind hier auch Minion-Rounds, das gibt's genauso wie in Underlords. Ich glaube, es sind sogar drei. Und in TFT auch, genau. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt um so ein bisschen halt ja, sich aufs PvE zu sehr nah an Underlords dran. Genau. Einfach um auch so ein bisschen dir halt die Möglichkeit zu geben, halt, okay, sammel erstmal ein bisschen Gold, ein bisschen Items, guck, wo dein Bild hingeht und erst dann spielen die Spieler so. Also ich mache Sinn, gegen neutrale Einheiten erstmal zwei, drei Runden zu spielen, um sich so ein bisschen im Game zu orientieren. Jetzt gucken wir mal. So. So, ich habe jetzt 6 Gold, ich nehme den Tinker mit auf jeden Fall, weil der mir eine sehr gute Early Game Synergie einfach gibt. Auch wenn hast ich du nicht selber gesagt, du möchtest Goblin Max als volle Synergie. Was ist denn mit Slark? Ich fände ja einen. Du findest Assassin ganz cool. Assassin Bild ganz lustig, ja. Du hast Slark und Blackseeker da. Hm. Nightcrawler. Ich glaube, ich bin raus. Einfach nur, wenn ich ein Upgrade hätte. Ja, stimmt. So, ich habe vergessen, das aufzumachen. Dann mache ich jetzt mal. Aber ihr merkt so die Grundmechanik des Auto-Battlers, Auto-Chess. Wurden hier halt etabliert. Man sieht, man hat diesen Shop. Es gibt die gleichen Mechaniken. Man levelt für Board Space, also für mehr Einheiten auf dem eigenen Schlachtfeld. Das Gold increased nach jeder Runde. Man kriegt so ein stetiges Einkommen. Man kann den Shop auch locken, glaube ich, ne? Wenn einem genau. Die Einheiten gefallen, man aber kein Gold mehr hat ja, und das für nächste Runde braucht. Das ist alles halt sehr verwandt. Genau. So. So, erstmal mache ich mein Kistchen auf und dann nehme ich auch den Voidstone. Ich meine, die können sogar. Ich meine, die kann man kombinieren. Nein, kann ich nicht. Schade. So, ich gucke jetzt mal kurz. Ich nehme hier den Goblin Max. Ich habe zwar gesagt, dass ich es nicht spielen will, tatsächlich. Aber es wird dir gut angeboten. Es ist eine sehr, sehr gute Early Game. Origin, die man haben kann, weil ich möchte jetzt erstmal gucken, was bietet mir der Shop. Ne? Geh doch mal bitte auf die Synergien ein, wo man das findet alles. So, das ist ein bisschen komplizierter als bei den anderen Spielen. Und zwar findet man auf jeder Unit, wenn man sie anklickt, hier, sag ich mal, die Herkunft. Das ist in dem Fall halt der Goblin. Und hier, das ist dann quasi die Klasse. Das ist halt beim Timber Source, das ist jetzt zum Beispiel Mac. Und hier findet man dann halt, was es macht. Es gibt oben drüber, wo dann auch die Units angezeigt werden, welche es haben. So eine roundabout, sag ich mal, Beschreibung, unten drunter ist dann mit Zahlen alles ein bisschen genauer gemacht. So. Genau, und man sieht über deiner Fähigkeitenbar dann, welche Boni du gerade quasi aus dem Feld hast. Genau, ne? Hier kann man es dann noch gucken, das ist alles im Nachhinein eingeführt worden. So, aber jetzt gucke ich erstmal. So, ich habe 10 Gold und ich möchte davon eigentlich nichts kaufen. Ich würde was kaufen, wenn ich gewinne, weil dann bekomme ich quasi mein Siegergold. Dann würde ich wahrscheinlich die Enchantress kaufen, weil das hier in Auto-Chess früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist tatsächlich, ich müsste es gleich ausprobieren, eine gute Möglichkeit ist, um sich Gold aufzubauen. Aber das sind halt so kleine Intricacies, auf die ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen möchte. Ja, genau, ist halt bildspezifisch. Wie ihr seht, sieht sein Tinker ein wenig anders aus als meiner. Das liegt daran, dass wenn die Unit geupgradet wird, hat sie jetzt keinen Goldrahmen, keine silberne Rüstung oder sonst irgendwas. Kein Goldrahmen oder ähnliches. Sondern die kriegt quasi einen Skin, den sie im normalen Dota hat. Das ist einfach so implementiert worden, damit man die verschiedenen Einheiten voneinander unterscheiden kann. Genau, man ist halt beim Entwickeln von einer Mod etwas eingeschränkt, was das Spiel einem ermöglicht. Anders als wenn man Standalone von Grund auf das Spiel neu entwickelt. Genau. Aber ich finde, das haben sie hier ganz gut mit diesem Umweg über die Skins gelöst. Anders als in anderen Spielen bankt man hier ziemlich viele Einheiten, um erstmal zu gucken. Genau. Hier ist es sehr, sehr wichtig, was du findest. Also du möchtest wirklich eine breite Auswahl haben. Dieses harte Committen für eine
für eine Sache ist manchmal ja. wirklich schwierig, weil dann findet man einfach ja. was nicht und dann geht das ganz, ganz schnell im Bach runter. Das wird der ganze Bild nicht nachher, genau. Und man findet sich oft im Midgame dann, dass man doch nochmal transitioned, weil man dann doch passende Sachen für einen anderen Bild gefunden hat. Ne? Ich bin jetzt auch einer, glaube ich, der wenigen, der noch nicht gelevelt hat. Die meisten haben Level 3 quasi komplett übersprungen. Das kann jetzt eine Meta-Sache sein. Da bin ich jetzt nicht up to date. Ja, der Kollege mit Level 5 kommt mir extrem vor da. Hier an der Seite seht ihr halt jeden, ne? So, aber ja. ihr seht halt auch, wer Gold hat und wer nicht. So, aber wir sind doch nicht der Einzige auf Level 3. Da sind noch zwei auf Level 3 neben uns. Genauso unerfahren wie wir. So, da hättest so. Du die, da, jetzt die seht Willow. Ihr hier dieses Licht im Shop, das zeigt euch quasi, dass ihr ein Upgrade habt. Und die werden dann auch automatisch. Also gekennzeichnet, halt, ja. Genau, die werden dann auch automatisch zusammen kombiniert. So, wir dürfen jetzt noch was aufstellen. Und zwar würde ich dann gerne den Slug aufstellen. So, ich sortiere meine Bank ein bisschen um. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so gut gelöst in dem Spiel tatsächlich. Ich bin kein Freund von der Steuerung für Anfänger. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gelöst haben. Ich glaube, tatsächlich ganz am Anfang habe ich wirklich nur mit der Maus den Bounty Hunter draufgestellt. Das war früher gar nicht so. Früher musste man wirklich, oh, ich muss meinen Q auf meine Einheit benutzen. Quasi die Fähigkeit des Kuriers, den man hier bewegen kann. Und dann achso, ja, das früher muss man mit Tastatur auswählen. Ich glaube, genau. Jetzt kann man aber Drag and Drop machen inzwischen. Ja, ich glaube, einfach anklicken und dann auf ein Feld klicken, wo sie hingestellt werden soll. Genau. Das ist halt alles, weil die auf die Community sehr, sehr viel hören tatsächlich, um das ein bisschen alles einfacher zu gestalten. Ja, also es tut sich auch immer was. Man sieht ja in den Update-Notes, was da so los ist. Die Sache ist, ich kriege die ganze Zeit nur Dupes angeboten. Ich habe das eine Upgrade jetzt von der Willow, aber die möchte ich wahrscheinlich nachher erst haben für eine Elfensynergie zum Beispiel. Das heißt, die banke ich jetzt quasi. Ja, die Frage ist, lohnt sich der Like noch zu kaufen und dafür die zwei Mars weg und... Ich war am überlegen, ob ich die drei hier... Ich verkaufe die jetzt einfach mal. Genau. So. Also man sieht halt unten in der Fähigkeitszeile, dass das Spiel halt noch darauf ausgelegt ist, das mit Tastaturen mit Tastatur zu steuern, ne? Man levelt auf D... man rerollt auf D, man levelt auf F. Das ist halt noch daran, dem zu schulden, dass das halt, wie gesagt, als Mod entstanden ist, genau. nah an die Steuerung des normalen Dotas an. Genau. Aber ich bin sehr hart am Loose-Streaken. Ich hoffe, dass mir das ein bisschen was bringt. Natürlich alles mit Absicht, nicht weil wir keine Ahnung. das ist halt nicht unser Auto-Battler unserer Wahl so ein bisschen. Ja, wir haben hier angefangen. Wir haben hier eigentlich unsere Ursprünge gehabt auch. Genau. Haben uns dann aber ziemlich gestreut. Ich bin dann durch meine... Ja, du spielst, ist ja sowieso League-Spieler. Genau, ich bin ja ein LoL-Spieler durch und durch an sich. Und dementsprechend hat es mich natürlich zu TFT gezogen. Ist halt einfach nur ein Klick entfernt. Ja, und ich fand das Standalone Underlords ganz gut eigentlich, weil es halt von der Steuerung her erstmal anwenderfreundlicher war als das Auto-Chess. Man kann auch nur und durch trotzdem Klicken sehr nah da dran. Aber ich mag die Eigenheiten vom Hearthstone Battlegrounds auch sehr, weil es halt so ein bisschen weggeht von den klassischen Auto-Chess-Methoden wiederum. Das ist aber durchaus Geschmackssache und ich glaube, du bist trotzdem, auch wenn du TFT mehr spielst, ein großer Fan von der Dota-Optik und den ganzen Champion-Designs, ne? Genau, ich hab ja selber auch sehr viel Dota gespielt, damals, das klingt jetzt schon, das ist jetzt auch schon, das war glaube ich LOL Season 3 und 4, also das ist jetzt auch schon wieder 6 oder 7 Jahre her. Habe ich LOL und Dota nebenbei gespielt, also habe ich beide zusammen gespielt. Parallel, immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, optisch finde ich Dota ist so ein schönes Spiel. Es hat halt nicht diesen, es hat so ein bisschen Cartoony-Effekt in manchen Charakteren, aber im größten Teil ist es eigentlich ein sehr dunkles, so ein sehr düsterer Ton da drin und das gefällt mir tatsächlich gut. Ja, der Einschlag, den finde ich auch cool, das stimmt. So, das ist halt eher so ein für alle, die Dota jetzt schon spielen, ist es natürlich auch leichter, sich dann da zu orientieren, als wenn man sich an neue Artworks und so weiter gewöhnen muss. Genau. Apropos neue Artworks, das können wir jetzt nicht abdecken. Alle Auto-Battler, die wir bisher gezeigt haben in unserer Serie, gab es ja immer als Mobile-App. Sei es Underlords, Hearthstone Battlegrounds oder TFT. Was halt immer ganz cool ist, weil man das gleiche Spiel, was man auf dem Rechner hat, jetzt auch noch so unterwegs hatte.
Das ist ich bei... Ich glaube, ich verliere die PvE-Runde. Oh mein Gott, wir sind kacke. Ich krieg richtig einen drüber. Lass mich die Gedanken kurz zu Ende führen. Und während wir sehen, wie die Einheiten sich einfach abschlachten. genau, während es die alle als eigenständige App gibt, haben wir da, ja, die Willows nimmt man doch mit, oder? Ich glaube ja. Ich wollte eben die einzelnen nicht mitnehmen, aber. Ja, jetzt hast du nochmal zwei. Ich würde es machen. Ich würde gerne genau. Lernen tatsächlich. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir auch langsam. Ich weiß nicht, was sie tut. Ich habe sie einmal gekauft. Ist ein bisschen länger her. Gehört auch zu den neueren, sag ich mal. Ist nicht im Ursprungsset der Einheiten drin gewesen. Das kann sie denn. Genauso nicht. Wie der Brewmaster zum Beispiel. Genau, der Brewmaster, den wir gesehen haben. Genau. Genau. Was ich sagen wollte war, während ihr die anderen Spiele als App installieren könnt und die dann quasi identisch zu der PC-Version aussehen, ist das bei den klassischen Auto-Chess hier in Dota anders. Einfach weil Drodo Studios als Mod-Entwickler hingegangen ist und natürlich auch die App entwickelt hat, weil sie gesehen haben, hey, viele Leute wollen halt für unterwegs oder casual auf der Couch einfach das Ding auch auf dem Handy spielen können. Aber die haben natürlich nicht die Rechte an den Artworks, weil Dota natürlich Valve gehört. Und deswegen das Drodo Auto Chess, was es fürs Handy gibt, einfach anders aus. Aber als es beispielsweise jetzt der Mod tut, deswegen kann man es auch nicht cross-Plattform spielen. Aber ansonsten ist die Mechanik trotzdem identisch. Ich glaube, ich werde nochmal eine extra Folge für die Handy-App machen, fürs Handy-Game. Dann sehen wir, dass es vom Aussehen her einfach komplett anders ist. Ja. Weil es auch eine Lite-Version ist. Das muss natürlich auch für ein Handy deutlich einfacher zu berechnen sein, alles. Aber trotzdem, denke ich mal, können wir uns das in einer anderen Folge dann nochmal anschauen. Heute, wie gesagt, erstmal die PC-Version als Mod. Also, ja, stimmt. Bei der Handy-Version, man hat halt effektiv wirklich nur den Unterschied im Landschaft. So, und hier sehen wir schon einen Assassinen-Spieler. Ja, die sind leider auch stark. Das Problem ist, der hat die Auffalle hier schon gebunkert. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, dass ich von den Assassinen wegkomme. Ja. Ja, genau. Was ist dein Gameplan jetzt so? Gehen wir mal da drauf ein. Was haben wir aktuell auf dem Board? Aktuell, ich habe jetzt zum Beispiel auch den Slark runtergenommen, wie ihr gesehen habt, einfach um den Lycan aufzustellen. Was ja. Baseline einfach, eine Dreier-Einheit ist zu 90% effektiver zu beginnen als eine Zweier-Einheit. So, und dadurch, dass jetzt sehr viele aus Assassinen. Ja, reroll mal, oder? Werde ich, glaube ich, Elfen gehen. Ich glaube, Elfen klingt ganz cool. Ja, try das mal. Und dann werde ich aber jetzt mal gucken. Warum ich den gar nicht kaufen? Dann jage ich jetzt mal ein bisschen was weg. Kaufe ich hier den. When you play with Lena, you tend to get burned. Ich bin absolut gut in der Steuerung. Ja, du hast auch eine Unit zu wenig auf dem Board übrigens. Wir sehen hier oben, genau, ich habe jetzt... es gibt keine Auffüllen. Genau, das automatische Auffüllen, was die anderen Spieler alle haben, netterweise, gibt es hier im Mod nicht. Das ist ein Haus hoch, mein Freund. Ja, ich wär damit einverstanden, wenn du das mit der Luke gerne mal sein lässt jetzt. Ja, ich versuche jetzt meine Elfen mal zu finden und dann würde ich Elfen spielen. Dann versuche ich die Transition auf Elfen. Von den Max heraus. Also es kann halt manchmal sein, dass einem der Bild richtig zufällt und das alles so runterläuft. Und manchmal sucht man die eine und findet es nicht in dem Moment, wo man dann denkt, okay, ich werde es nicht finden, ich transition, findet man es dann doch und dann ist es zu spät. Das ist einfach in der Natur des Games. Aber wir schauen mal. Einfach an, ein bisschen zu freuen. Nur ein bisschen zu finden. So. Ja, ich würde versuchen, noch auf 6 zu gehen, bevor du jetzt das ganze Gold nachher wegrollst, aber wir sind ja gerade... Also finanziell stehen wir gut da. Ich sehe da was ich haben möchte. Und das ist tatsächlich ein paar Krieger. So, dafür muss ich halt meine Bank ein bisschen frei machen. Oh, man da ist mein Touch-Upgrade, das ich durchspielen kann. Genau, also warum wir auch wieder hier auf 50 Volt und das nicht ausgeben, es gibt genau wie in den anderen Games so eine Interest-Mechanik, ne? Genau. Die capped auch wie in TFT. Cap die auf 5. Das ist genau, einfach... Bei 50 Gold kriegt ihr 5 Zinsen. Mehr gibt's nicht. Genau. So, ich könnte... Ihr würdet bei 70 Gold trotzdem nur 5 Zinsen kriegen. Genau.
So, aber jetzt zum Beispiel habt ihr gerade gesehen, beim Rollen sind mir jetzt die Warrior halt entgegengefallen. Wirklich. Ich glaube, ich gehe einfach trotzdem für eine Dreier Willow, oder? Ja, mach das doch. Vielleicht kriegst du denn nicht ein bisschen Elfen mit Kriegern kombiniert. Ist das ein viable Build? Ich glaube nicht tatsächlich. So. Es gibt keine Parallelen, ne? Nee. Zwischen Krieger und. So, ich krieg jetzt hier meine drei Krieger. Mhm. So, jetzt gucke ich kurz. Ich könnte sogar das Level noch pushen, tatsächlich. So. Ich bleibe halt über den 50 Gold. Kriege jetzt das Level 6 und ich versuche jetzt halt so langsam dann. Ich versuche jetzt langsam an die OP zu kommen und dann von hinten heraus das Spiel dann quasi über mehr Einheiten oder höher mit levelige Einheiten, teurere Einheiten etc. Und dann mich da wieder zurückzukämpfen. So, was ihr hier seht an der Seite, ist, dass alle wirklich an diesen über 50 Gold versuchen festzuhalten. Genau, das ist eine sehr wichtige Mechanik das in diesem Spiel. In anderen Spielen wird viel gerollt und viel auf Bild gegangen. Genau. Hier wird noch sehr viel auf Economy geachtet. Genau, das gibt es hier tatsächlich sehr viel. So, aber ich versuche trotzdem noch ein bisschen zu rollen, weil ich muss langsam Upgrades finden, damit ich meine Fights gewinne. Weil, wenn ich keine Fights gewinne, dann bin ich sehr früh raus. So, das. From the deeps, I rise. Ich bleibe jetzt auch über 50 stehen. Ich könnte aber den. Ja, noch können wir uns das leisten, aber wir sind trotzdem ganz unten in der Rangliste mit 39% Leben nur noch. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 6er Boni für nächste für Krieger. Kann ich hier einfach nachgucken. Ja, 6 habe ich im Moment. Genau. 6 Boni. 3, 6, 9. Dann aber 8. Ja, ich glaube nicht, dass wir auf 9er Bild gehen werden, oder? Weiß ich nicht, ich kann mir mal meine Liste aufrufen an allen Chesspieces, die es gibt, was ich sehr gut in diesem Spiel finde, was andere Spiele nicht haben. Ja, so, hier sehe ich jetzt immer, jetzt muss man natürlich ein bisschen drauf achten, irgendwann kennt man halt die Bilder. So, dann kann ich zum Beispiel hier sehen, es gibt noch den als Warrior, es gibt keinen Legendary Warrior diese Runde, da gibt es nämlich auch effektiv nur Sven. So. Und du musst dir halt überlegen, was du kombinierst, ne? Also selten spielt man clean nur Warrior. Sondern man kombiniert meistens irgendeinen Cross. Es gibt meistens ein oder zwei Warrior, zum Beispiel in dem Fall, die eine Klasse haben dann. Ah, hier ist Io, eine der besten Einheiten. Io funktioniert hier komplett anders, ne? Io ist eine ganz besondere Einheit. Io ja. Ist eine Einheit, die. Ein Joker, kann man sagen. Ja, genau, die ersetzt quasi irgendeine Einheit für ein Upgrade. Und man, das ist die einzige Legendary Unit, die man theoretisch immer finden kann. Normalerweise hat man eine gewisse Prozentchance auf die verschiedenen Einheiten halt zu finden. Und je höher das Level, desto höher die Wahrscheinlichkeit, bessere oder teurere Einheiten zu finden. Und Io setzt den quasi. Man kann theoretisch nach der ersten Creep Round direkt ein Io finden. So. Ist nicht sehr effektiv so early, aber. Nee, weil man auch nicht das Gold unbedingt dafür hat, aber. Io ist auch im späteren Spielverlauf ist er halt wichtiger, weil wenn man dann wirklich. Genau, so eine, weil du so eine findest halt schwieriger die passende Unit und genau. Wenn du dann den Joker dafür einsetzen kannst, ist das schon ganz praktisch. Genau. So. Da hast du Dragon Knight, aber der passt auch nicht so wirklich zu meinen Warrior. Ne? Nee, passt nicht rein, ich würde auch nochmal. So, da ist aber mein Slaughter Upgrade. So, dann. Genau, und anders als alle anderen Upgrades, die automatisch passieren, müsste man das Io-Upgrade gezielt machen, ne? Indem man Io genau. Drauf. Io muss man dann auch draufstellen. Ja. Ich kaufe jetzt den Shadow Fiend, auch wenn er absolut keine Synergie hat. Der Grund ist, ich habe gerade effektiv halt nur Frontline-Units. Das heißt, ich habe nur Leute, die vorne stehen. Ich möchte aber noch einen Damage-Dealer gleich da hinten haben. Hier der Kollege Schnürschuh hat zum Beispiel drei Ranger. Ich muss halt Hunter, ne? Immer erstmal durch die Frontline durchkommen. Okay, ja, das tut schon ganz schön weh, was wir hier abkriegen. Ich glaube, das könnte eine kurze Folge sein. Ich meine, wir haben den Großteil jetzt gezeigt und wir versuchen jetzt mit euch zusammen den Bild zu entwickeln. Aber es ist nicht so einfach. Vielleicht bin ich auch einfach nicht gut, ne? Ja, ich meine, vielleicht spielen wir gerade wirklich auch nicht
Das ist jetzt ein lange her, dass ich Auto-Chess viel gespielt. Ich würde sagen, mit 7% sollten wir auch runterrollen und die Economy dann mehr. So. Shadow Field mitnehmen. Ja, ich würde jetzt gucken, dass ich einfach Upgrades finde. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall. Da ist noch ein Io. Da ist auch noch eine Willow. Die will ich jetzt. Na, da kommen wir gleich. Ich muss jetzt upgraden, das heißt, es ist eigentlich ganz gut, dass ich die Io bekomme. So. Ja, dann upgrade den Shadow Fiend noch. All enemies fall at the wind. Oder so. Ja, alles gut. Das war jetzt alles ein bisschen sehr langsam von mir. Dann habe ich habe den Shadow, den. Den zweiten Juggernaut nicht gesehen. Den zweiten Juggernaut nicht im Auge gehabt, ja. So, man sieht, jetzt werden wir wenigstens nicht komplett vom Board gefegt, aber. Ja, man sieht noch, dass ein bisschen was langsam bei unserem Board fehlt, mit den Upgrades. Doch. Also, ihr seht wirklich, Upgrades finden ist hier nicht das einfachste, sag ich mal. Aber wenn man sie findet, die haben einen sehr, sehr starken Impact. Ihr seht plötzlich, Wir haben zwei Upgrades und auf einmal ist unser Board, was eben stärker. Immer gegen 4-5 Einheiten verloren hat. Ja, deutlich stärker geworden. Deutlich stärker geworden. So. Ich würde sagen, wir suchen trotzdem ein bisschen weiter. Ich hätte gerne den Shadow Fiend tatsächlich. So, ich. Oder den. Pitfall Warrior, auf jeden Fall. So, jetzt gucke ich mal, wie viel Gold ich brauche zum Leveln. Ich glaube sogar, dass ich tatsächlich dafür leveln muss. Mehr Einheiten sind effektiv nochmal besser. Genau, das hat jetzt richtig viel Gold gekostet, aber alle sind auf 7. Wir waren halt einen hinterher. Das könnte. Frage ist die Willow 2 stärker als der Shadow Fiend 1? Ich glaube nicht, tatsächlich. Okay, Leute, tut es nicht. Ihr wählt nicht auf Runde 20 oder 25 hoch. Kriegt nicht euer ganzes Gold. Das sind PvE-Runden. Haben wir voll reingespielt. Oh ja, das war super dumm von uns. Ich hatte die Runde nicht im Auge, das stimmt. Ich auch. Gut, dass du darauf hinweist. Klassischer Anfängerfehler von uns an der Stelle. Ich nehme den Blinkdagger. In die Runden 20, 25, 30 braucht man nicht reinleveln. Da kann man das Gold noch eine Runde länger halten, das Interest bekommen, weil man halt gegen eine Minion Round spielt. Ne? So, wie machen wir das jetzt? Ich hätte nimm mal den Liken trotzdem mit, oder? Ja, ich glaube. Die Sache ist, Items verteilen. Ich kenne jetzt die genauen Prozentsätze. Blinkdagger auf den Shadow Fiend, würde ich sagen. Nee, das kriegt der gute Juggernaut. Der wird hier hingestellt, dann kriegt er einen Blinkdagger. Ich weiß nicht, warum ich den nie im Auge habe. Du hast vollkommen recht. So, ich möchte lieber eine Tanky-Einheit da hinten drin haben, als meinen Carry. So, der wird jetzt zum Beispiel, der Blinkdagger ist halt ein ikonisches Item aus der wird jetzt da hinten jetzt hin teleportieren. Und bekommt Mana. Und ich glaube, er bekommt 50% Mana und kann dann natürlich viel schneller dann seinen Spin einsetzen und dann richtig AOE Damage in der Backline machen. So, aber langsam kommt unser Board halt zusammen. Wir sind bei den 7. Der Troll Warrior macht auch viel aus. Ja, der Troll Warrior, der ist für uns einfach unser Carry in dem Moment. Genau, der ist der Carry-Einheit und der gibt uns mehr Resistenzen, weil er noch ein Warrior zusätzlich ist. Genau, wir haben halt den Warrior-Bonus Stufe 2 jetzt gesichert, weil wir 6 Warrior gleichzeitig an Bord haben. So, dann gucken wir mal. Links sieht man halt, wie viel Schaden welche Einheit gemacht hat im letzten Fight. Und da sieht man, der Juggernaut durch den Blinkdagger in die Backlane hat da fast 3000 Damage gemacht. Der reißt da einiges. Und die Frage ist, ob ich den Axe noch brauche. Ich hätte den Axe, glaube ich, tatsächlich lieber als den. Ja, dann mach das halt, dann bist du auch näher am Upgrade dran. Erstens bin ich dann hier am Upgrade dran und ich habe total übersehen, dass ich dann einen Ork-Bonus noch kriege. Das seht ihr, also als wir aktiv mit Auto-Chess angefangen haben, gab es diese Leiste nicht. So, da haben wir uns das wirklich einfach, okay, ich habe mein Board angeguckt und ich wusste, was für Synergien ich habe. Mittlerweile bin ich jetzt nicht mehr so ganz drin, aber da kann man ja alles sich wieder antrainieren. Ne? Wir müssen gleich mal mit dem Positioning gucken, hier sieht man es ganz gut. Wir sollten das Gefühl, den Troll-Warrior, ja, ich glaube, wir sind raus. Aber man hätte den Troll-Warrior halt vielleicht weiter nach rechts stellen können, damit er nicht direkt von der Seite angeguckt wird. Oder? Nee, wir holen das. Der Lycan holt das da mit seinen Komparsen. Lycan und Juggernaut. Ja, jetzt sehen wir gleich wieder. Ne, Slada tatsächlich hat am meisten Damage gemacht. Oh. Oh, hier ist ein nice. So. Beschweren wir uns mal nicht.
Nö, da bin ich der Letzte, ja, tut. So, jetzt kommen wir langsam Ja, wieder genau. Kannst du den in Crawler mal rechts neben den die Dings Ecke. Willst du hier stellen? haben? Ja, damit der nicht als erstes da an der Seite weggeholt wird. Man kann die auch so einfach swappen. Geht halt Ja. jetzt auch, früher ging das nicht. Frage ist, René, wir müssen mal machen. Wir können uns eigentlich. Du willst das Geld wieder haben, ne? Ich will das Alles Geld haben. Ich bin eine oder nichts Taktik. geldgeile Also, Mensch. du bist die Bitch von uns beiden. Ja, genau. Definitiv. Ich brauche diese Moneys. So, hier sehen wir das Spiel gegen Rocco. Der hat uns dreimal schon besiegt. Wir haben ein ziemliches Problem. Ich glaube, wir sterben. Ja, der gute Rocco. Na, mal gucken, wenn der Juggernaut da hinten jetzt spinnt. Don't die, keep spinning. Let it rip. Ich glaube, ich gewinne das sogar tatsächlich. Ja, Die Leute jetzt kriegen zeigen wir es einfach dem. meine Upgraded Warrior-Kette. Ja? So, Ja. aber jetzt seht ihr, wir sind auf 7 runter. Also, das kann Wir jetzt. haben keine Wahl mehr. Wir können uns eigentlich keine Niederlage mehr leisten. Wir Nee, müssen jetzt, glaube richtig. ich, gehen. Aber ich gehe jetzt super Risiko. Wir müssen auf 8 gehen, René. Das ist, weißt du, wie viel Gold das ist? Ich weiß ja, dass viel Gold ist, aber die Leute rennen uns jetzt weg. Ja gut, dann klicke ich mal ein bisschen F in the Chats. Ja, den zweiten Shadow Fiend drauf. Ja, bestimmt zweiter Shadow Fiend macht, glaube ich, mehr. Der macht So, mehr ich würde jetzt Schaden, mal ne? rollen. Oh, hier ist noch ein Io. Nimm den mit, combine ihn mit Shadow Fiend, dann kannst du Nein, auch. ich kaufe den Oh, nicht. combine ihn natürlich nicht mit Edit. Alter, du bist heute deutlich besser dran als ich. Aber jetzt hast du wieder einen Bot-Space. Es ist nicht so responsive, wie ich es gerne hätte, manchmal tatsächlich. Gut, also ich Ja. habe auf 8 gepusht und keine 8er Einheit draufgestellt. Ja. Und hier geht jetzt Profi. aber auf deine Kappe. Auto-Chess-Profi. Ja, aber der Shadow Fiend. Ach, wir machen jetzt richtig viel AOE-Schaden durch Shadow Fiend 2, Juggernaut 2. Das ist schon eine coole Kombi eigentlich. Ich hätte gerne noch einen weiteren Warlock. Wo ist unser Warlock wohnt in der Zeit? Kannst du dir mal zeigen? Warlock ist. Moment. Was ist Warlock? Du warst da einmal gerade drauf. Das ist Horror? Ne, rechts, glaube ich. Da, haha. Genau, wir brauchen zwei Warlocks, um Lifesteal zu bekommen. Und den Bonus würde ich gerne noch nehmen. Ich gucke. Drei Einheiten in diesem Spiel zu kriegen, ist übrigens gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, wir haben keine Kohle mehr, scheiße. Da ist aber ein Troll Warlock. Ja, dann müssen Den wir. werde ich tatsächlich jetzt upgraden. Ja, schon wieder. Wir sollte könnten eigentlich eine Unit mehr auf dem Board haben. Ja, aber. Haben wir aber nicht. Genau, ich will halt jetzt keinen Io aufstellen und einen zweiten Troll Warlock aufzustellen. Und wieder voll in die PvE-Runde reingegoldet. Ey, ich bin heute nicht da. Ich bin heute auch nicht da. Ich habe zwar Ja, jetzt im Nachhinein ein bisschen Glück mit meinen Units, aber aufmerksam bin ich aber jetzt nicht. ich würde halt sagen, wie bei allen, man merkt halt, das ist nicht unser Main-Spiel, was die Autobattler angeht. Und da fehlen einem so die Details. Macht uns nicht so nach. Wenn ihr euch entscheidet, hey, Dota Auto Chess sieht geil aus, ich probiere es aus, gebt euch die Zeit, spielt da 10 Runden oder so und dann fangt ihr an, so Kleinigkeiten, so, ah, nächste Runde ist eine PvE-Runde, ich spare mir mein Gold nochmal. Solche, Ach, den darf ich gar nicht spielen gerade. Du hast den Shadow Fiend drauf, da Shadow keine Fiend. gute man sollte keine zwei Demons, weil die sich dann gegenseitig, Genau, Demon ist hier eine sehr, sehr. Nerven. Demon ist eine sehr interessante Mechanik, weil. Wo ist es? Demon ist quasi. Eine One-Off-Unit. Ja, das ist eine 1er-Synergie quasi. Wenn man einen Demon nur hat, machen die extra. Pure Damage heißt es in Dota, True Damage, das ist halt Damage, der das durch Rüstung. Das ignoriert und, Armor. Genau, das ignoriert halt. Das ignoriert halt jegliche Resistenzen und deswegen will man auch meistens nur einen. So, ich habe jetzt gerade einen BKB zusammengebaut. Der war natürlich gewollt. Aber das war es für uns, glaube ich. Das war's. Nee, 6 Damage. Ein von mir. 1 HP Comeback. So, der Grund, warum ich. Unser Dream! Doom ist normalerweise eine Carry-Einheit, die man spielen kann in Warrior. Das ist Find eigentlich der uns den Carry-Demon. Warlock, René. Aber. Find uns den Warlock! Genau, den Ex. Nee, nicht den Ex runter, den Liken musst du runterholen. Ja, die Sache ist, was ganz cool ist hier in Auto-Chess, man kann erstmal aufstellen, weil man auch meistens, wenn man Auto-Combine zum Beispiel, kann man halt auch ausstellen. Früher war das so,
dass du quasi alle einen draufziehen musstest. Drei Kopien, genau, die sich verbinden. Der hat nur auf dem Board combined, nicht so auf der Bank. Und deswegen konnte man immer gucken, dass man konnte man immer mehr Einheiten drauf haben, theoretisch. Die werden dann Start der Runde, werden halt unten runtergenommen, bis wir dann so viel nur drauf haben können. So, aber da sehe ich jetzt gerade, ich habe eine Nikma-Ult gesehen, mit Gyrocopter-Ult und eine Titan-Ult. Ach, da ist noch eine Jakiro-Ult, also der Junge hat 5 Legendaries oder 4 Legendary-Ults. Das kann man verlieren, sag ich mal. Wir haben noch nicht eine gesehen, ja? Ja, aber das war quasi Auto-Chess. Es wirkt, ich sag mal so, es wirkt sehr bedrohend, aber es wirkt nicht so übersichtlich wie die anderen, tatsächlich, meiner Meinung nach. Aber. Weil, würde ich jetzt nicht mal so sagen. Also, ich finde es auf einem Level mit TFT, wenn man sich mit beiden Spielen nicht so sehr auseinandersetzt. Was man natürlich normalerweise auch noch dann macht, ist, man guckt auf die gegnerischen Boards, aber das haben wir ja alles dann auch in TFT. Oder in Battlegrounds erklärt. Genau, wenn man mehr drin ist, dann versucht man halt zu vermeiden, das gleiche zu verkaufen, weil man sonst die Minions aus dem gleichen Minion-Pool sucht und so weiter. Genau. So. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt nicht erfolgreich waren, wir sind nicht letzter geworden, das war das Wichtigste gerade für mich. Hey, ich nehme das, also ich werde das als Win. Ja! nicht letzter zu werden. Wir haben halt gegen Victor gewonnen. Quasi. Ja. Ne? Genau, also. Nochmal zusammenfassend, wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr sonst sagt, ey, Dota ist eher meine Welt als jetzt zum Beispiel League und ich habe auch nicht so die Berührungspunkte mit Hearthstone zum Beispiel, dann guckt euch das an, ladet den Mod runter, versucht euch mal an ein paar Runden, wir haben euch einige Fehler unfreiwilligerweise gezeigt, die ihr vielleicht dann nicht machen solltet. Ja, das ist aber auch ganz gut, ne? Wenn wir die machen, wissen die Kollegen, dass sie sie nicht machen sollen. So ist das. Ja. Und ansonsten, ja, schreibt uns mal, spielt ihr den Mod oder sagt ihr, ja, ich spiele zwar Dota 2, aber trotzdem ist Auto-Chess nicht mein Auto-Battler, sondern ich spiele stattdessen doch lieber TFT oder so. Das wird mich brennend interessieren. Und ansonsten freuen wir uns über ein Like und natürlich ein Abo, denn auch wenn wir jetzt hier die Haupt-Auto-Battler mit beendet haben, ich würde sagen, wir schieben da nochmal bestimmt so ein paar Folgen zwischen, sei es Gameplay im Duo oder ja, verschiedenes. Und wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns auf dieses Projekt mit euch, dass unser Channel mit euch zusammen wächst. Und ich sag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!